Tracks. Was geht, Leute? Willkommen zu einem Video hier auf dem Kanal. Heute geht es mal um die Tieferlegung, ja? Ich hatte im letzten Video schon gesagt, so im vorletzten Video, dass ich die Tieferlegungsfedern von Hyundai bestellt habe und die kommen jetzt rein, beziehungsweise kommen die morgen rein. Aber ich mache heute schon ein Video dazu, weil ich will ja logischerweise vorher und nachher mal messen, was das wirklich dann für einen Unterschied macht, ja, vorher und nachher. Und deswegen würde ich sagen, messen wir einfach mal. Ich habe hier einen Zollstock und ja, wie ihr schon seht, ja, vorne ist auf jeden Fall ein bisschen tiefer als hinten, würde ich sagen. Aber der muss auf jeden Fall noch tiefer. Ja, so ein Stückchen muss er runter, damit das nochmal wirklich geiler aussieht. Und ich hoffe, da tun die Hyundai-Federn ihren Job. Da hinten sieht das schon ein bisschen höher aus, aber auf jeden Fall messe ich das mal. So, halten wir das mal hier vorne jetzt dran, immer von der Mitte hier, messen Mitte der Wand, guck bis hier oben, dann sehen wir genau, es sind 350 vorne und jetzt halten wir das Ganze mal hinten dran, genau, wieder hier schön dran, hinten sind es, warte ein bisschen hier so, hinten sind es 300, noch ein bisschen hoch, warte mal, so ist richtig, hinten sind es 365 mm, so. Ich würde sagen, das muss auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer und ich hoffe, die Hyundai-Federn erfüllen da auch ihren Job. Ja, ich switch jetzt da nach dann, wenn die Federn dran sind und dann messen wir nochmal, was das wirklich gebracht hat. Und wir sehen uns für euch in 10 Sekunden. Ciao. Rück jetzt schon fast eine ganze Woche später, aber die Federn sind auf jeden Fall drin. Ich habe jetzt nämlich noch mal ein paar Tage gewartet, bis ich die Federn unter dem Fahrzeuggewicht auch noch mal ordentlich legen können, ja, weil am Anfang kann es sein, dass es noch ein bisschen höher ist und im Laufe von 1, 2, vielleicht 3 Wochen legt sich das Ganze dann nochmal. Und genau, jetzt machen wir Vorher-Nachher-Vergleich auf jeden Fall. Optisch, wenn man hier so sieht, macht das auf jeden Fall schon echt einiges aus. Vor allem vorne sieht es richtig gut aus, finde ich. Und dann messen wir mal kurz. Wir hatten ja vorher 350 vorne und jetzt sind wir bei, kurz anlehnen, ich sind wir bei 336, das heißt 14 mm. Ja, 15 bis 20 mm ist die Angabe, ist jetzt eine Woche drin. Kann sein, dass es noch um 1, 2 mm legt. Auf jeden Fall optisch vorne sieht es auch richtig gut aus und haben ihren Zweck erfüllt. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal hinten. Hinten war es natürlich am Anfang auch ein bisschen höher, aber mittlerweile, ja. Ist natürlich jetzt auch ein Stück tiefer, aber man sieht auf jeden Fall, dass es hinten jetzt noch höher als vorne ist. Dann messen wir nochmal. Sind wir bei 355. Also hinten sind es bis jetzt tatsächlich nur 10 mm. Man sieht es auch, würde ich sagen. Also vorne ist auf jeden Fall deutlich tiefer. Ich hoffe, dass sich das unter dem Fahrzeuggewicht in den nächsten Wochen noch senkt. Aber optisch macht es auf jeden Fall schon mal einen echt richtig krassen Unterschied. Natürlich hätte man mit H&R noch deutlich tiefer gehen können, ja, mit 35 mm Federn. Aber wie gesagt, ich wollte die Garantie auf jeden Fall behalten und ich finde, viel tiefer muss er jetzt auch nicht, wenn man es hier so sieht. Macht optisch schon schön was her. Und jetzt fahren wir noch eine Runde und gucken, wie sich das Fahrverhalten vielleicht auch beeinflusst. Auf eine Landstraße und gucken nochmal auch ein bisschen beim Schnellerfahren, wie sich das so aufs Fahrverhalten auswirkt. Allgemein muss ich natürlich sagen, der Hauptgrund, warum ich jetzt oder man generell die Federn macht, ist, das Auto tiefer legt, natürlich Optikgründe, also das ist auf jeden Fall 90%, warum man es gemacht hat, aber Fahrverhalten, das Handling kann vielleicht doch ein bisschen besser werden, gerade weil es tiefer ist, vielleicht eine bessere Straßenlage. Einige haben auch gesagt, dass der Komfort dadurch abnimmt, aber ich fahre jetzt hier auch im Eco-Modus und muss sagen, ich merke eigentlich keinen großen Komfortunterschied. Kann vielleicht auch sein, weil sich die Federn halt noch nicht komplett gelegt haben. Also vorne, glaube ich, ist es schon fast komplett am maximalen Grad, wo es runtergeht, weil ich halt vorne auch die ganze Zeit drin sitze und dadurch halt auch
80 Kilo mehr draufpressen. Und manchmal habe ich auch einen Beifahrer. Und hinten fährt halt kaum jemand mit. Und ich habe auch jetzt in der Woche, in den 4-5 Tagen, wo sie drin sind, noch keine heftigen Sachen eingeladen hinten. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass hinten noch auf jeden Fall was runtergeht, weil ja, 10 mm und 15 bis 20 sollen schon mal mindestens sein. Es wäre ein bisschen schade, wenn das nicht so wäre. Ich habe die Federn übrigens nicht selbst eingebaut, deswegen habt ihr auch kein Montagevideo gesehen. Das habe ich in einer Werkstatt machen lassen, weil ich das Equipment nicht habe und ich kann es auch einfach nicht, bin ich ehrlich. Genau. Jetzt gucken wir hier nochmal. Überholen will ich jetzt nicht den LKW. Fahren nochmal eine kleine Runde. Das sind ja die Hyundai Original Tieferlegungsfedern aus dem Hyundai Ersatzteilshop. Kosten 220 Euro. Wobei ich den Preis relativ okay finde. Ist so ein Durchschnittspreis natürlich. Ihr werdet bestimmt noch was günstigeres finden. Die von H&R hatte ich auch erst überlegt. Die kosten, glaube ich, 250, als ich das letzte Mal geschaut habe. Da habt ihr aber auch eine Tieferlegung von 30, 35 mm, was dann wirklich nochmal, also tiefer geht es dann gar nicht mehr. Aber wenn, ich hoffe wirklich, ne, ich sage es jetzt schon zum dritten Mal, dass sich das hinten noch legt. Weil dann muss er wirklich nicht tiefer, dann finde ich es optisch schon für mich im Optimalzustand. Zu tief ist dann auch nicht mehr gut, weil dann habt ihr einfach viel weniger Bodenfreiheit, setzt öfter auf, wenn er nicht aufpasst und es passiert schnell. Oder ihr habt auch weniger Komfort. Was ich hier jetzt so beim Fahren, ich war im LKW vor uns, aber ja, merke ich nicht, dass jetzt irgendwie weniger Komfort da wäre. Nochmal N-Modus. Oh, ich habe 17.000 Kilometer erreicht jetzt. Auf den Punkt, sehr cool. Aber, also ich fahre jetzt auch schon seit einer Woche und Komfort ist gleich. Vielleicht im Endmodus ein bisschen härter oder wenn ihr über Bodenwellen fahrt, klar. Aber an sich nicht merklich. Also braucht er unbesorgt sein, wenn er die Federn nimmt. Wie es bei anderen aussieht, weiß ich natürlich nicht. So, geben wir mal Gas hier. Und, na, nee, eigentlich nicht. Gegeben. Was ich aber wirklich ein bisschen merke, man merkt auf jeden Fall, dass man Stücken, die paar Millimeter, die man tiefer sitzt, aber wenn man das Auto jeden Tag fährt, merkt man das natürlich direkt. Ja, das vielleicht, deswegen würde ich sagen, vielleicht ein Ticken bessere Straßenlage und besseres Handling und nicht wirklich Komforteinschränkung, vielleicht einfach nur im N-Modus, dass man die Bodenwellen noch härter mitbekommt. Wobei jetzt hier auch keine ist, aber letztens bin ich über eine gefahren. Jetzt hier 100. Schöne Kurve mitnehmen. Oh, oh, der Zollstock ist runtergefallen, fuck. Handling und Kurvenlage ist geil wie eh und je. Ja, was soll ich noch so sagen? Also ich finde, es lohnt sich. Es ist natürlich schon Geld, aber gerade Serie kommt der E30N auch relativ hoch. Deswegen ist das eine Investition, die man auf jeden Fall machen kann, wenn ihr die Garantie behalten wollt. Ich meine, ich habe jetzt 5 Jahre noch Garantie und die würde ich halt gern behalten. Und ihr wisst ja wieder, wie Hersteller da sind, sobald irgendwas passiert. Sagen sie dann, ja, Federn sind nicht von der Garantie abgedeckt, deswegen kann das jetzt auch nicht übernommen werden. Deswegen wollte ich darauf nochmal sicher gehen. Wäre ich aus der Garantie raus, hätte ich tatsächlich die H&R-Federn genommen. Müsst ihr selber entscheiden, wie ihr es machen wollt. Genau, sonst Modifikationen am Fahrzeug. Auf jeden Fall in nächster Zeit werde ich noch die Ansaugung machen. Das ist auch ein Punkt, der wirklich, wirklich cool ist, dass man das bei Hyundai bestellen kann. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Heute war es ein bisschen kürzer, denke ich. Aber mal ein kurzes Infovideo zu den Federn. Oh, komm. Okay. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr Bock habt, liked das Video und abonniert den Kanal. Ich würde mich darüber sehr freuen.
weil die Aufrufe sind ja wirklich immer sehr, sehr positiv und das macht mir natürlich sehr viel Spaß. Und vielleicht können wir auch ein paar Abos dann noch dazu kriegen, wäre auch cool. Ansonsten macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.